Am Südzipfel Manhattans liegt es, das Herz der amerikanischen Finanzindustrie und natürlich die Wall Street. Direkt in diese Höhle des Löwen kam der US-amerikanische Präsident Obama heute Mittag, um ein paar hundert Meter von der Wall Street entfernt, den Bankern mächtig die Leviten zu lesen. Sie ernteten scharfe Kritik. Die Märkte operierten mit undurchsichtigen Finanzprodukten im Schatten unserer Wirtschaft, unsichtbar für Kontrolleure und Öffentlichkeit, mit enormen Risiken, die unser gesamtes Finanzsystem bedrohten. Einige Banken benahmen sich wie Banditen, beuteten ihre Kunden aus und machten unsere gesamte Wirtschaft verwundbar. Und weil das so war, will Obama seine Reformen durchziehen, die wohl auch für seine politische Zukunft entscheidend sind. Wir werden die Verbraucher besser schützen und ihnen mehr Macht im Finanzsystem geben. Diese Reformen werden verhindern, dass der Steuerzahler am Ende für alles gerade stehen muss. Komplizierte Finanzprodukte werden wir aus dem Schatten holen, transparent machen, und das schützt dann Aktionäre und Verbraucher. Und das würde Shareholders mehr Macht im Finanzsystem geben. An der Börse in der Wall Street hörte man ganz sicher mit Interesse zu, eine erste Reaktion. Das Problem wird im Detail stecken, gerade bei komplizierten Finanzprodukten und wie man Transparenz dann erreicht, sagt der erfahrene Börsenhändler Teddy Weisberg. Die Richtung der Reformen findet er in Ordnung und hofft, dass es am Ende auch funktioniert. Rund um die Wall Street allerdings gab es zumindest im Vorfeld durchaus Opposition gegen Obamas Reformideen. Wall Street hat sich damit abgefunden, dass Änderungen bevorstehen. Nichtsdestotrotz ist die Opposition sehr stark auf jeden Kongressabgeordneten. Hier kommen drei Lobbyisten, sehr viele Wall Street-Geschäftsführer, CEOs waren in letzter Zeit deutlich häufig in Washington anzutreffen. Es wird sehr viel Stimmung gemacht gegen den Vorschlag von Obama als Anti-Business-Kampagne. Aber man versucht halt nur von Seiten der Finanzwelt, die Vorschläge so gering wie möglich zu halten. Obama selbst flog umgehend zurück nach Washington, denn dort muss er für die nächste Woche zumindest im Senat noch die Mehrheit für seine Reformideen organisieren.